Hallo und herzlich willkommen im Keller und ich wollte eine kleine Ausrüstungsnachbesprechung machen. Sämtliche anderen Aspekte der Tour nachbesprechen machen wir ein andermal. Es wurde zu gewissen Ausrüstungsgegenständen auch nochmal ein bisschen was nachgefragt und ich möchte halt insgesamt jetzt so meine Erfahrungen zu gerade der neueren Ausrüstung mitteilen, also in Laberform. Ich werde jetzt hier nicht großartig was aufbauen, auch nicht allzu viel zeigen, ein bisschen was in die Kamera halten natürlich schon, aber viel wird das nicht sein. Ja, und einfach mal sagen, was so meine Erfahrungen waren und dabei versuchen eben die Fragen, die jetzt bisher in den Kommentaren so standen, auf die noch so ein bisschen einzugehen. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts elementar Wichtiges, sonst müsste ich hier halt nochmal drunter schreiben, dann beantworte ich es da dann hoffentlich direkt. So, und da auch die Kamera zur Ausrüstung gehört, möchte ich kurz darauf eingehen. Jetzt kann ich mit der Kamera kein Foto von sich selbst machen. Das geht nicht. Aber es handelt sich wirklich um so eine Kleinbildkamera. Also wirklich so einen kleinen Kasten. Nicht, was die meisten zum Filmen verwenden, einen Camcorder oder sowas in der Richtung. Moment, ich guck mal, ob ich das Ding finde, während ich hier weiter labere. Sowas habe ich nicht dabei gehabt. Genau, sowas hier. Also das ist so die Standard-YouTube-Kamera des Outdoor-YouTubers. Das war meine erste. Also damit die meisten, bisher immer noch die meisten meiner Videos sind mit diesem Ding entstanden. Und tatsächlich hat die hier Mikrofonöffnungen. Auf der Rückseite sollte es theoretisch auch noch welche geben. Entdecke ich jetzt gerade nicht. Hatte ich mal irgendwo gelesen. Vielleicht war es auch ein anderes Modell und die hat nur vorne welche. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber jedenfalls, wenn man die Mikrofonöffnungen sieht, dann kann man da in irgendeiner Form einen Spülschwamm oder ein Stück Fell oder was auch immer, ein Wattepuschel draufkleben und das reduziert dann die Windgeräusche. Wenn man weiß, wo sich bei seiner Kamera die Mikrofonöffnung befindet. Jetzt ist das Problem, das Ding, was ich verwende, das hat keine sichtbare Mikrofonöffnung. Wahrscheinlich wird sich da auch irgendwo das Mikrofon befinden, aber ich habe da auch mal rumgetestet und meine Hand, also ich habe diverse winzig kurze Videos aufgenommen und immer mal wieder versucht mit meiner Hand möglichst schalldicht und möglichst fest zu verschließen, die Stellen, wo ich vermutet habe, da könnte eine Mikrofonöffnung irgendwie liegen. Und das hat nicht funktioniert, es hat nicht auch nur einmal, auch nur ansatzweise irgendeinen Unterschied bei der Lautstärke gegeben. Ich habe wirklich keinen Schimmer, vielleicht kann mir das jemand sagen, bei einer Sony, Moment, es steht oben drauf, nein, hinten drauf. Eine Sony Cybershot DSC-HX80. DSC-HX80 nennt sich das gute Stück. Ja, wie man da einen Do-it-yourself-Windpuschel anbringen soll, das ist mir, wie gesagt, ein Rätsel. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, um künftig keine Windgeräusche mehr in meinen Videos zu haben, bitte gern. Ich weiß im Übrigen auch, dass es die Alternative gäbe, ein externes Mikrofon zu verwenden, aber bei dieser Kamera ist kein externes Mikrofon vorgesehen. Ich habe dann also die Arbeit, dass ich die von der Kamera aufgenommene Tonspur und die Tonspur, die ich ins Mikro gequatscht habe, das in ein Diktiergerät angeschlossen ist, um halt eben entsprechend den Ton aufzunehmen. Das ist alles keine Option, das alles mit dem Handy zu machen. Ich weiß, man kann das alles theoretisch mit einem modernen Smartphone machen, aber das hat für meine Bedürfnisse einfach eine viel zu geringe Akkulaufzeit. Und da ständig mit der Powerbank dran zu arbeiten, das geht dann oft auch nicht, weil man nicht gleichzeitig eine Powerbank und ein externes Mikro ans Smartphone anschließen kann und vielleicht eventuell per Bluetooth und dann wird das alles schon so Hightech, dass ich keinen Bock mehr habe. Ganz ehrlich, nee. Also ich war noch nie hier technisch irgendwie auf dem neuesten Stand und ich werde jetzt auch in Zukunft nicht damit anfangen. Es gibt hin und wieder, alle paar Jahre, eine signifikante Verbesserung wie die Kamera, die ich jetzt gerade verwende. Die ist ja von Bild- und Tonqualität her schon deutlich besser, als das bei den alten Videos der Fall war. Aber halt immer noch das Windproblem. Nochmal zurück zu der Sache mit dem Diktiergerät. Ja, wie gesagt, das ginge und man könnte sich dann auch so ein riesen Puschelmikro vor die Nase halten.
wäre möglich, wäre auf Tour aber halt erstens mal zusätzliches Gewicht gewesen und zusätzlicher Aufwand. Es war schon mitunter schwierig genug für mich, überhaupt regelmäßig irgendwie die Kamera zur Hand zu nehmen, weil man kommt da so in so einen Lauftrott, in so eine Gleichmäßigkeit. Das ist ja auch schön, das gefällt einem ja auch, das ist angenehm und man möchte einfach weiterlaufen. Man hat gar keine Lust, unterwegs noch großartig die Kamera rauszuholen und Fotos zu machen. Zumal erschwerend dazu kommt, wie der eine oder andere in den Kommentaren auch richtig bemerkt hat, das sieht ja überall gleich aus. Das stimmt so zum Teil natürlich schon. Die Landschaft ist relativ eintönig. Es gibt eben zwei Möglichkeiten, mit der skandinavischen Landschaft umzugehen. Also mit der Fjell-Landschaft wohlgemerkt. Die andere skandinavische Landschaft, die ist auch relativ eintönig, nur fällt das erst nach ein paar Tagen dann so richtig auf. Also Wälder, da sind auch alle gleiche Baumart durchgehend und das ist natürlich so. Das ist nicht mal so, dass der Förster da Mist gebaut hätte und zwischendurch mal ein bisschen Moor und dann wieder Wälder. Gleiche Baumart, gleiche Struktur, gleiches Alter ungefähr, gefühlt. Und das wirklich über hunderte von Kilometern, braucht er nicht denken, dass da besonders abwechslungsreich wäre. Dann wieder mal ein See dazwischen, dann wieder mal ein Moor, aber das war's dann auch. Und im Fjell ist es halt so, man hat halt Steine, man hat Seen, man hat ein bisschen Schnee und verschieden geformte Bergrücken und Buckel und bisschen Grün dazwischen in verschiedenen Abstufungen und jede Menge Braun und Grau und so schöne Dinge. Und ganz selten mal ein bisschen mehr Farbe. Und klar, das wirkt für denjenigen, der sich nicht in diese Landschaft verliebt hat, durchaus auf die Dauer etwas eintönig. Und für den anderen, der halt eben doch von dem Skandinavien-Virus, insbesondere dem Fjell-Virus, infiziert worden ist, der ist da halt am Glückseligkeit grenzenden Zustande. Und das ist halt so schwierig, das kann man auch nicht beschreiben. Man muss das schon erlebt haben und wissen, wovon ich spreche, dass man nachvollziehen kann, wovon ich spreche. Weshalb ist das wirklich so eine schwierige Sache? Mal da gewesen sein in dem Land, das Ganze überlebt haben, heil wieder nach Hause gekommen sein und fast jeder ist nochmal wiedergekommen. Also wer sich das mal gegeben hat, die Einöde des Fjells, der kommt in der Regel wieder. Also es ist selten, dass da jemand dann wirklich sich drauf einlässt, durchdreht und nie wiederkommt. Das habe ich eigentlich noch nie gehört. Falls das mal jemand erlebt hat, kann das ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Gut, das war jetzt eigentlich am Thema vorbei, worauf ich halt hinaus wollte. Windgeräusche reduzieren, nur mit enormem technischen Aufwand möglich. Spülschwamm vors Mikro kleben und so weiter und so fort, wie ich es gesagt, ich seit 8 Milliarden Mal in den Kommentaren gelesen habe. Es ist ja lieb gemeint, ich weiß, es ist lieb gemeint, aber nein, es hilft nicht. Also ich zumindest kriege das so nicht hin. Da müsstet ihr mir schon wirklich ein Tutorial-Video genau für meine Kamera machen, wie ich das da machen soll. Einen entsprechenden Windschutz anbringen. Vorher kapiere ich das nicht und dann müsst ihr halt damit leben. Oder mein Zeug nicht gucken, das ist auch immer eine Option. Das ist immer eine ganz hervorragende Option. Bevor ihr meckert, einfach nicht gucken. Ich bin ja in der luxuriösen Situation, inzwischen doch so viele Zuschauer zu haben, dass es mir ehrlich gesagt völlig am allerwertesten vorbeigeht, wenn es 2 oder 3 oder 4 oder 5 weniger sind, die davon abgesehen kritische Kommentare schreiben. Ist so ein Problem auf YouTube, dass sich manche Zuschauer irgendwie als unglaublich wichtig empfinden und dann einem bestimmten YouTuber ihre Gunst entziehen und das mit einem Kommentar machen, als hätte er sie quasi nach 5 Jahren Ehe 6-mal betrogen, gefühlt. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen mitunter, aber das nimmt Ausmaße an. Heieiei. Also bei mir alles gut, im Großen und Ganzen, also wirklich nur so Kleinigkeiten. Was man bei anderen Leuten lesen kann, schon wieder vom Thema abgeschweift. Man sieht, ich habe lange nicht mehr gelabert und habe jetzt viel zu erzählen. Das war Thema Kamera. Thema Kamera können wir gleich noch weiter ausführen. Akkus. Ich hatte, einer ist noch drin, 2 sind am Ladegerät. Ich besitze insgesamt 7 Stück demzufolge. Ne, 6, Entschuldigung, kann ich rechnen. Die halten je nach Qualität der Original-Sony-Akku, der hält relativ lange, der hält ein bisschen über eine Stunde, ja, deutlich über eine Stunde auch, 80 Minuten hat er schon gehalten, je nach Temperatur, wenn es kalt ist, weniger. Die Patona-Akkus,
Das sind diese hier. Die werden häufiger empfohlen. Patona ist eine Firma, die stellt wohl für jeden erdenklichen Kameratyp einen passenden Nicht-Original-Akku her. Sind in Ordnung, haben mich jetzt aber auch bisher nicht vom Hocker gehauen. Dann habe ich noch, jetzt muss ich sie doch da mal rausnehmen. Diese Teile hier, die sind mehr oder weniger No-Name. Gut, es steht jetzt natürlich ein Name drauf, aber unter dem Namen habe ich sie nicht googeln können. Die habe ich einfach bei Suche nach NPBX1 Akkus, nicht original oder irgendwie sowas auf Amazon so gefunden. Die sind ganz super eigentlich. Die gab es nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Ladegerät, was nichts macht. Ich lade gern drei Akkus parallel. Jetzt habe ich drei Ladegeräte und kann jede Menge Akku parallel laden, wenn ich mal wieder zu blöd war und verpennt habe, meine Akkus rechtzeitig aufzuladen. Jetzt sind in einer Stunde theoretisch drei Akkus einigermaßen ladbar und ich kann dann los in den Wald und Videos drehen. Das ist für mich wirklich wichtig. Ich verpenne häufiger, meine Akkus zu laden. Von daher war das eine ganz gute Idee. Und dann habe ich noch dieses Modell. Das ist Modell Mediamarkt. Also da nachgekauft. Der war vergleichsweise teuer. Die Patona Akkus und dieses andere Ding von Amazon, die nehmen sich preislich nicht viel. Die kosten, weiß ich nicht, 8 Euro, irgendwie sowas und vielleicht 10, irgend sowas um den Dreh. Ach ja, und zum Vergleich, das hier ist der Originalakku, der auf dem Sony draufsteht. Also der ist schon deutlich leistungsstärker, aber der kostet auch das dreifache Geld und der hat nicht dreimal so viel Kapazität. Also, worauf ich hinaus möchte, für Touren, wo es dann wirklich drauf ankommt, möglichst Gewicht zu sparen, man möchte vielleicht jetzt nicht sechs Akkus mitschleppen, sondern man würde nur gerne vier mitnehmen. Es filmt ja nicht jeder und quatscht nicht jeder so viel wie ich. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Übrigens, nicht alles, was ihr zu sehen bekommt in der Tourreihe, sind sämtliche Sachen, die ich aufgenommen habe. Ich habe noch erheblich mehr Fotos und auch noch einige sehr lange Monologe mit der Kamera in einsamen Momenten. Wenn ich mal verzweifelt bin, lade ich die irgendwann mal hoch, aber vorläufig nicht. ja, und worauf ich hinaus möchte, also man kann schon überlegen, ob man da nicht doch die paar Gramm sparen möchte und dafür nur Originalakkus mitnimmt. Ich gehe mal davon aus, dass die auch eine längere Lebensdauer haben. Ich bemerke bei zum Beispiel diesem Dinger hier, den habe ich jetzt schon relativ lange und dem seine Kollegen in Anführungszeichen. Da merke ich schon langsam, er ist nicht mehr ganz so leistungsfähig. Ich merke keinen Leistungsverlust beim Originalakku. Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich bin ja kein Experte für so einen Technikkrempel. Ich wollte es nur einfach mal gesagt haben. So, ja, das zum Thema Akkus. Und dann das wurde jetzt auch viel nachgefragt, hatte ich ja gerade im Thema, im Bereich Technik. Elektronik, noch die Powerbank hier dabei. Die ist von Dörr. Und zwar die SPC 10.000 Solarpanel-Gedönse. Da muss man wirklich ein bisschen auf den Namen achten, dieses SP 10.000. Es gibt noch eine 5.000-Variante. Es gibt aber auch noch eine, ich glaube, also auf gut Deutsch, die gibt es noch in klein. Was man hier hat, das habe ich euch, glaube ich, so auch noch nicht gezeigt. Das ist halt so ein Doppelsolarpanel. Es gibt auch noch welche, die sind dreifach. Ich weiß, aber ich bin da mehr oder weniger drüber gestolpert und ich muss sagen, da habe ich mich echt von dem kompetenten Menschen im Mediamarkt bequatschen lassen, der sehr kompetent gewirkt hat, dass ich mir das Ding direkt gekauft habe, ohne vorher im Internet irgendwelche Recherchen anzustellen. Jetzt ist es tatsächlich so, man findet gar nicht so viele Informationen im Internet zu dem Gerät. Deswegen kann ich jetzt mehr oder weniger mal selber aus dem Nähkästchen plaudern. Leistung ist schon sehr in Ordnung, habe ich den Eindruck. Also das hat einen 10.000 mAh Akku. Wenn der voll ist, und da kommt ein kleiner Haken ins Spiel, den kriegst du nur voll über die Solaranlage. Das heißt, man kann das Ding nicht mit einem Kabel aufladen. Zumindest steht es in der Gebrauchsanweisung nicht drin, dass das irgendwie ginge. Vielleicht geht es trotzdem, das habe ich nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass das wirklich nicht geht. Und man muss es also quasi per Solar aufladen. Ja, hat eine Leistung von weiß nicht wie viel Watt. Das müsst ihr euch dann selber halt im Internet zusammensuchen. Das ist da schon zu finden. Ich hatte schon den Eindruck, das hat ordentlich Power. Das lädt sich relativ schnell auf, wenn man es in so richtig knalle Sonne legt. Und auch bei, ja, so mittelbewölkt lädt es auch noch immer ordentlich auf.
Dadurch, dass halt der Akku drin ist, kann man das Ding separat aufladen, ohne irgendwas anzuschließen. Und man kann aber auch, das hatte ich euch aber auch mal während der Tour irgendwo gezeigt, hier mittels zweier USB-Anschlüsse bis zu zwei Geräte eben gleichzeitig aufladen. Das habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert. Ein wichtiger Hinweis, wenn man nur ein sehr kleines Gerät auflegt, wie zum Beispiel einen, jetzt muss ich Werbung für Apple machen, einen iPod Shuffle, also diesen winzig kleinen quadratischen iPod, sehr, sehr, sehr kleiner MP3-Player, den ich deswegen eben auf Tour mitgenommen habe. Ich besitze den auch schon länger, egal. Wenn man den allein da anschließt, dann geht das Ding wieder aus, weil es nicht registriert, dass es gerade irgendwie was auflädt und demzufolge anbleiben muss. Man muss also, wenn man seinen MP3-Player, so einen ganz kleinen, aufladen will, gleichzeitig noch zum Beispiel einen Kamera-Akku aufladen, sonst lädt das Ding nicht. Und funktioniert folgendermaßen, man kann hier drauf drücken, dann sollte da, ja, die blaue LED angehen und den ungefähren Ladestand von dem Ding hier noch mitteilen. Ist temperaturabhängig, habe ich gemerkt. Wenn es sehr kalt ist, geht das deutlich der Ladestand runter. Beziehungsweise das Ding hat mal gesagt, es wäre fast leer. Ich habe, nachdem es fast leer war, noch mein Handy-Akku mit, ich glaube, fast 2000 mAh aufgeladen und noch einen Kamera-Akku und danach stand das Ding dann wieder auf halb, also so wie jetzt. Das war quasi die letzte Ladeaktion, die ich damit durchgeführt habe. Also es ist schon stark temperaturabhängig. Es funktioniert bei Kälte auch nicht so gut, habe ich den Eindruck. Ladevorgänge gehen dann sehr, sehr, sehr lange. Ab einer gewissen Temperatur funktionieren wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Das kann man dem Hersteller nicht vorwerfen. Das steht nämlich dabei, bei der Produktbeschreibung, beziehungsweise zumindest in der Gebrauchsanweisung. Die Betriebstemperatur ist quasi ab 10 Grad bis zu saumäßig heiß. Also bei 40 Grad im Auto vergessen, das ist dann auch keine so gute Idee mehr. Achso, hat hier hinten noch so ein lustiges Dingens, das man da so ausklappen kann und dann mit dieser Strippe in der Länge variieren. Dann kann man es halt so aufstellen, dass es dann in einer bestimmten Position möglichst senkrecht zur Sonne ausgerichtet ist. Schöne Sache, also wie gesagt, hat mir wirklich wunderbar gereicht. Ich hatte nie Stromprobleme, ich habe es nur zweimal in die Sonne wirklich gelegt. Und das Ding wiegt 500 Gramm, habe ich befürchtet, ich meine ungefähr 800 irgendwo gelesen zu haben oder 780. Das ist natürlich schon ein Gewicht, da muss man sich halt doch überlegen, ob man dann wirklich so viel Strom auch überhaupt braucht. Aber solange es wirklich nicht wochenlang gefühlt regnet, hat man mit dem Ding halt autark, was Energieversorgung angeht. Selbst wenn man wirklich ganz viel filmt, ganz viele Fotos macht. Ein Computer, einen ganzen Laptop wird man damit jetzt nicht bedienen können. Aber auch für viele Spielereien mit dem Handy hat man auch genug Saft mit dem Ding, wenn man das dann regelmäßig in die Sonne legt und so weiter und so fort. Also selbst bei so einem Hochleistungs-ultramodernen Handy, was haben die? Die werden maximal einen 3000 mAh Akku haben. Dann hat man ja so ungefähr wahrscheinlich drei Aufladungen. Man muss ja immer noch ein bisschen Stromverlust beim Ladevorgang an sich einrechnen. Also wenn du da 10.000 mAh drin hast, dann kriegst du ja keine 10.000 raus, sondern vielleicht 9.000, 8.000. Weiß ich nicht genau. Ich bin nur, also diese Informationen sind für Leute gedacht, die sich da noch weniger mit auskennen als ich. Wer sich da besser mit auskennt und gerne einen ausführlichen, uns alle erleuchtenden Kommentar in die Kommentare schreiben möchte, der darf das gerne tun. Ich habe mal ein Video entdeckt, da hat ein Elektriker oder zumindest jemand, der sich damit sehr gut auskennt, auch mal wirklich gemessen, was die Solarzellen, die hier verbaut sind, denn zu leisten imstande sind, und das war wohl in Ordnung. Da hatte er nichts auszusetzen, trotz dass diese Teile relativ günstig sind. Die kriegt man, also im Mediamarkt habe ich da 100 für ausgegeben, man kriegt sie demzufolge wahrscheinlich auch so um die 80, wenn man lange genug sucht, im Internet. Und ja, ich glaube, ich habe mal gesehen, für 85 habe ich sie mal, glaube ich, gesehen irgendwo. Ah, ein Kritikpunkt, wie man hier vielleicht, ja, hier kann man es gut sehen, es sind schon ein paar Kratzer auf den Solarzellen, weil ich damit zum Teil ein bisschen ruppig umgegangen bin. Natürlich, das ist ja auch nicht jetzt das ultimative, super robust Outdoor-Produkt. Dafür ist es jetzt vielleicht auch nicht gedacht.
Zumindest nicht für so eine intensive Anwendung, wie ich das jetzt gemacht habe. Also auf gut Deutsch, vorsichtige Handhabung im Rucksack kann nicht schaden. Wenn man das nicht jetzt noch zwischen ein paar Steine in den Rucksack packt, dann wird einem das Teil das wahrscheinlich danken. Ich vermute nämlich, das ist gar nicht entstanden, als ich da irgendwie draußen Steine drauf geworfen habe, als es ausgestellt war, sondern die Kratzer sind eher entstanden im zusammengepackten Zustand bei ruppigem Umgang mit meinem Gepäck. Das mache ich immer, ich gehe mit meinem gesamten Gepäck ruppig um, einfach weil das muss es halt aushalten können. Und wenn dann so ein jetzt nicht so teures Gerät ein paar winzige Schrammen davon trägt, aber noch funktioniert, ja gut, meine Güte, davon kann ich schon leben. Insbesondere da das jetzt halt schon eine Tour war, die ich davon werde ich mein Leben lang zehren. Ne? Wie heißt es so schön? The only thing you can buy is travel. Nein, the only... Blah. Egal. So, Ausrüstung. Ach so, was ich vielleicht noch ergänzen könnte, was wiegt so ein Akku? Das könnte vielleicht auch nochmal ganz interessant sein. Dafür muss ich die Waage richtig rum. Moment. 23 Gramm, ganz exakt. Das ist eine sehr genaue Waage. Vielleicht interessiert euch auch die Waage. Das ist eine Briefwaage. Die hat hier oben eine 500 Gramm Skala und hier unten für die ersten 100 Gramm nochmal eine sehr detaillierte Skala, wo man dann genau ablesen kann, sind das jetzt 24 oder von mir aus 23 Gramm und so Späße. Und wenn man dann da entsprechend was drauflegt, dann sieht das so aus. Angeblich soll sie kaputt gewesen sein, hat meine Mutter, glaube ich, gemeint. Als ich sie mir aus dem Erbe vom Vater geschnappt habe. Aber die funktioniert, da gibt es nichts auszusetzen. Gute alte Mechanik, ohne Batterie, ohne alles. Klappt. Jawohl. Gut, zum Zelt. Da brauche ich nur erzählen, da muss ich nichts zeigen. Das hat sich einfach absolut bewährt. Und ich bereue nicht, ein so teures Zelt dabei gehabt zu haben, beziehungsweise ein so gutes Zelt. Ob ein so gutes Zelt so viel kosten muss, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Mittelklasse-Zelte, die von der Leistung her ähnlich gut sind. Das Problem ist nur, das weiß ich dann nicht. Und für mich selber verlasse mich halt einfach mehr psychisch auf meine Ausrüstung, wenn ich weiß, okay, die ist von einem Hersteller, der ist bekannt dafür, dass er tolles Zeug baut. Das wäre jetzt beispielsweise eben Fjällräven. Wenn ich jetzt ein Decathlon-Zelt dabei gehabt hätte, von Quechua oder so ähnlich, dann hätte ich richtig Angst gekriegt, ob jetzt dieses billige Zeug diesen Bedingungen da standhält. Und bin mir ziemlich sicher, dass nein, tut es nicht. Davon abgesehen, die meisten dieser Dinger kann man auch nicht tragen, weil sie dann doch zu schwer sind. Natürlich war mein Zelt jetzt vergleichsweise schwer. Ich habe also im Bereich Zelt durchaus Zusatzkilos mit mir rum, also ein Zusatzkilo maximal, sagen wir Zusatz 800 Gramm. Mit mir rumgeschleppt, weil ich halt einfach die Sicherheit haben wollte, dass ich ein ultimativ tolles Zelt habe, was auch wirklich sehr sturmstabil ist, wo auf die Reißfestigkeit des Materials nochmal ein bisschen erhöht Wert gelegt worden ist, obwohl man es noch ein bisschen hätte leichter bauen können und weniger stabil. Aber es muss halt irgendwo der Kompromiss getroffen werden. Ultra robust ist definitiv eine Bundeswehr-Dackelgarage. Die ist unzerstörbar, die hält 100 Jahre. Aber die wiegt auch gefühlte 3 Kilo. Das könnte ungefähr hinkommen. 2,8 oder irgendwie sowas. Und das oder sogar 4. Ich glaube sogar 4 insgesamt mit Gestänge und allem Pipapo. Also, und dafür ist das Ding alles andere als komfortabel. Aber es ist ultra robust. Also ultra robust und ultra leicht kriegt man halt nicht zusammen. Und es gibt auch super, super, mega Ultralight-Zelte eben aus dem Ultralight-Tracking-Bereich ohne Innenzelt und solche Späße. Die mögen vielleicht sogar unter 1 Kilo wiegen. Und zum Aufbau nimmt man einen Trekkingstock und hat gar kein Gestänge dabei. Aber die sind alle nicht, ausnahmslos alle nicht dazu ausgelegt, auf irgendwelchen subarktischen Gebirgspässen zu übernachten. Und da ich genau sowas vorhatte, wollte ich halt eben ein entsprechendes Zelt, das das mitmacht, das das kann, das dafür auch gebaut ist. Und das ist bei so einem Fjällräven-Exemplar definitiv der Fall. Jetzt wurde ich noch ein paar Mal gefragt, wie heißt denn dieses Zelt? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, es steht hier irgendwo.
Ich blende euch ein, mir fällt ums Verrecken gerade der Name nicht ein. Ah, Abisko Light 2 oder Abisko Light Rage 2. Unter den beiden Begriffen findet man das Ding definitiv im Handel. Ja, und das kostet halt tatsächlich so um die 650, vielleicht kriegt man es auch für 600. Ja, das tut natürlich schon weh, aber ich war wirklich super glücklich mit dem Ding. Ich habe euch im entsprechenden Zeltvideo gezeigt, dass die Lüfter Sinn und Zweck des Ganzen, ich habe es erwähnt gehabt, man schwingt es quasi aus, dann weht der Wind es automatisch in eine Richtung und in die Richtung, in die der Wind es geweht hat, da stellt man es dann auch auf. Also einmal Zelt wirklich so richtig schön aufflattern lassen in den Wind, um die Windrichtung zu checken und dann einfach nur noch runter mit den Armen quasi. Und dann hat man es perfekt in der aktuellen zumindest Windrichtung aufgebaut. Und das hat eine wesentliche, super nützliche Funktion. Erstens ist das Ding auf der windzugewandten Seite ein bisschen niedriger als auf der windabgesandten Seite. Das verläuft also so, hat also eine natürliche Rampe für den Wind. Das heißt, der Wind rammt nicht das Zelt, sondern der wird automatisch drüber geleitet. Man merkt das richtig im Flatterverhalten auch. Und zweitens sind die Lüfter ja auch in dieser durchgehenden Windfließrichtung angebracht. Wenn man also beide Lüfter aufmacht, dann hat man einen durchgehenden Luftstrom im oberen Bereich des Zeltes, der einen da die ganze Zeit durchweht. Die Belüftung ist also großartig. Ich hatte zweimal Kondenswasser bei insgesamt 11 Übernachtungen. Entschuldigung, es waren nur 10. Da war ja noch die eine Sache mit der blöden Hundehütte. Das würde ich auch nicht nochmal machen. Ich habe leider vergessen, übrigens ein Foto von zu machen. Das war nicht schön. Da habe ich nicht gut drin geschlafen. Da hat auch noch jemand relativ viel Müll reingestellt. Klar, besser steht der Müll in der Hundehütte, als er seinem Gelände liegt. Der wurde halt im Laufe der Zeit zusammengesammelt von Idioten, die Müll haben liegen lassen. Aber neben diesen Müllhaufen in dieser Hundehütte schlafen, das hat mir einfach mental nicht gefallen. Deshalb habe ich auch nicht gut gepennt. Jedenfalls 10 Nächte im Zelt und während diesen 10 Nächten, hier in Deutschland hatte ich auch noch nie Kondenswasser, da habe ich auch schon 3 oder 4 Mal drin gepennt, hatte ich genau 2-mal Kondenswasser, einmal ganz, ganz wenig, also kaum der Rede wert, da war halt einfach das Außenzelt innen leicht feucht, wenn man direkt es berührt hat, hat man es gemerkt. Und einmal relativ viel, aber das war auch unter den schlimmstmöglichen Bedingungen, was Kondenswasser angeht, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Da ist es dann halt reine Physik, da kann ein Zelt beliebig toll belüftet sein. Wenn null Wind geht und es in Strömen regnet und quasi überhaupt keine Möglichkeit besteht, der Wasserdampf, der im Zelt entsteht, dass der irgendwie entweichen kann, weil draußen ist die Luftfeuchtigkeit 100% absolut gesättigt, es regnet in Strömen. Wie soll da bitte noch Luftfeuchtigkeit von innen nach außen entweichen? Dafür muss ein Konzentrationsgefälle da sein. Und insbesondere bei völliger Windstille hat man auch den Effekt, dass der Wind weniger feuchte Luft ins Innere bringt und dafür die feuchte Luft auf der anderen Seite wieder rauspustet. Der Effekt geht auch völlig verloren und das geht einfach nicht. Dafür sagt jedes Lüftungssystem, jedes noch so tollen Zeltes. Sicherlich kommt natürlich auch noch, was die positiven Eigenschaften bezüglich des Kondenswassers angeht, hinzu, dass das eigentlich ein 2-Personen-Zelt ist, was ich ja nur mit einer Person bewohnt habe. Also sprich mehr Raum für vergleichsweise weniger Wasserdampf, das nur ein Ben abgibt im Vergleich zu einem Ben mit Begleiterin zum Beispiel oder Begleiter natürlich. Das ist selbstverständlich auch, das wäre möglich, aber nicht so schön. Also damit war ich wirklich super zufrieden. Auch das Verhalten im Wind, es macht schon ein bisschen Geräusche, man braucht ein wenig, bis man sich dran gewöhnt und da es ja ein neues Zelt war, habe ich auch noch ein bisschen länger gebraucht, um wirklich mich drauf zu verlassen. Ja, das hält den halben Sturm hier aus, ist überhaupt kein Problem. Tatsache ist, dass es nicht mal ansatzweise von irgendeinem Wind, den ich mal gehabt hätte, zusammengedrückt worden wäre. Also es bestand nicht mal der Ansatz eines Risikos, dass mit dem Zelt irgendwas passiert. Also die beiden Gestängebögen, die standen absolut unbewegt. Da hat sich nichts, auch nur ansatzweise, irgendwie einmal mal bewegt gehabt und ich hatte bestimmt 60, 70 km/h Windgeschwindigkeit, werde ich schon gehabt haben, mal die eine Nacht. Vielleicht 80. Ja, in Böen sicher 80. Sicher 80 bis 90. Ich glaube, irgendein Testbericht hätte mal gesagt, das wäre mindestens bis 100, 120 km/h windstabil. Und drüber kommt es auf die jeweiligen Bedingungen an und das glaube ich gerne. Also nach dem, was ich da jetzt erlebt habe, wenn ihm 90, 80, 90 km/h überhaupt nichts ausmachen, außer dass er ein bisschen Lärm produziert, was schon ein bisschen beunruhigend sein kann, wenn man es nicht gewöhnt ist.
Aber im Endeffekt hat das wirklich überhaupt nichts gemacht. War nicht dramatisch. Schön ist natürlich auch die vielen Abspannmöglichkeiten. Das ist etwas nervig, wenn man die jedes Mal alle abspannen muss. Es steht aber auch schon wirklich erstaunlich solide mit nur vier Heringen. Flattert dann ein bisschen mehr, weil es ein bisschen mehr Falten im Material gibt. Aber doch, doch, definitiv, definitiv. Was ich mir noch wünschen würde, auch wenn das jetzt wieder zulasten des Gewichts geht, ist zwischen den Gestängebögen in der Mitte noch eine zusätzliche Schlaufe für einen zusätzlichen Hering. Da hätte ich einfach gerne nochmal zusätzlich abgespannt. Bei einem Tarp hätte ich das Bedürfnis gehabt, das an der Stelle unbedingt zu tun. Meine Tarps haben auch alle in einen in der Mitte liegenden nochmal zusätzlichen Abspannpunkt. Das Zelt hat das halt eben nicht. Das hat mir gefehlt. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, das war auch wieder der Belüftung zuträglich, weil damit war es nicht immer ganz bis runter zum Boden, sondern schon noch so ein bisschen drüber, so ein paar Zentimeter. Und das war halt auch nochmal zur Ventilation vorteilhaft. Man muss ja sagen, es ist ein potenziell vier Jahreszeiten-Zelt. Man kann ja noch ein zusätzliches Gestängebögenpaar einbauen und hat dann quasi die doppelte Gestängekapazität, die doppelte Traglast, wenn da viel Schnee auf dem Zelt mal liegen sollte, dass es dann halt nicht gleich zusammenbricht, vor allen Dingen für solche Zwecke. Vom Material her soll es das problemlos aushalten. Das ist ein 20 bzw. 40D. Ripstop-Nylon mit super toller, teurer Silikonbeschichtung und so weiter und so fort und alles, was dazugehört. Also wirklich auch sehr hochwertig verarbeitet und allem Pipapo. Das geht eigentlich, ist das nicht und nicht, fast nicht möglich, das kaputt zu bekommen. Da muss man sich schon ganz große Mühe geben. Ja, und ja, eben wegen dieser Wintertauglichkeit ist das Ding sehr weit runtergezogen, bis kurz über den Boden. Also da ist nicht mehr viel Spielraum. Das wäre für die Wasserdichtigkeit nicht unbedingt notwendig. Für die Ventilation wäre es auch praktischer, wenn das höher liegt. Aber es liegt halt so weit unten, weil es halt ein potenzielles Winterzelt ist. Das sorgt für zusätzliche Wärme. Man merkt wirklich bei jedem Wetter, egal welches, sobald man im Zelt ist, wird es deutlich wärmer. Also ich konnte eigentlich immer, sobald ich ins Zelt gekommen bin, gleich mal Jacke ausziehen. Weil im Zelt gleich kuscheliger. Das hat also auch auf jeden Fall was gebracht und auch für die Psyche ist es halt einfach wichtig, ein vernünftiges Zelt dabei zu haben, dass man sich dann halt zurückziehen kann in seinen Rückzugsort, sein Shelter, sein Haus und dann auch wirklich zu wissen für sich selber, ha, so, jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt kann es regnen, stürmen oder schneien, hat es ja alles und das macht mir dann jetzt nichts mehr aus, es sei denn, ich muss aufs Klo. Das wird dann nicht so lustig. Thema Kochen im Zelt. Ich musste es ausprobieren. Ich war neugierig. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man es irgendwie vermeiden kann, sollte man nicht im Zelt kochen. Es scheiden sich bei dieser Frage die Geister. Die Meinung geht von niemals, absolut, überhaupt gar nicht. Geht gar nicht. Kann man nie, man darf man unter keinen Umständen darf man das machen. Grundsätzlich ist das ja durchaus eine Einstellung, mit der ich sehr gut leben kann und die ich ganz gut nachvollziehen kann. Aber ich wollte es halt mal wenigstens ausprobiert haben, um mal sagen zu können, ob es funktioniert. Und selbstverständlich hat es funktioniert. Dafür beide Lüfter aufmachen und zwar vollständig aufmachen, inklusive Mückennetz am besten noch rausmachen, damit es einen richtig schönen Durchzug gibt. Der ist auch sofort spürbar. Man hockt dann richtig im Zug. Es wird deutlich kälter im Zelt, spürbar kälter. In diesem Luftzug, da kann man dann, glaube ich, auch ganz gut kochen, zumal die Luft von hinten kommt und kochen tut man vorne. Man hat also den Luftzug, der so fungiert. Und wenn jetzt Rauch entsteht, dann entsteht der hier und da ist bereits der Luftzug dann quasi raus. Also man kocht sozusagen direkt unterm Schornstein, wenn man so möchte. Ich würde nicht unbedingt nochmal mit einem Trangia-Kocher im Zelt kochen wollen, weil der schon eine relativ hohe Flamme produzieren kann. Je niedriger die Flamme, desto gesünder ist das selbstverständlich, weil wenn die zu hoch wird, dann brennt irgendwann das Zelt. Deshalb eben auch grundsätzlich kann ich schon nachvollziehen, wenn man sagt, niemals im Zelt kochen. Das zweite Problem, das man mit dem Kochen im Zelt hat, ist halt eben die Kohlenmonoxidbildung. Bei jeder Verbrennung entsteht ein ganz kleines bisschen zumindest Kohlenmonoxid und deswegen ist die durch ausreichende Belüftung wirklich wichtig. Es sind schon Leute im Zelt erstickt, weil sie drin gekocht haben. Im Idealfall, wenn es jetzt gerade nicht allzu mieses Wetter ist, dann sollte man zumindest während des größeren Kochvorgangs, eventuell auch den Eingang ein bisschen aufmachen, damit da noch zusätzlich Luft reinkommt. Man kann selbstverständlich im Zelt hocken und vom Inneren des Zeltes aus vorm Eingang kochen. Das ist dann nicht Kochen im Zelt, das ist nur Kochen am Zelt. Das ist sicherlich, die gängige, ja, der beste Kompromiss zwischen dem doch recht gefährlichen im Zelt kochen und dem vorm Zelt, also gänzlich vorm Zelt draußen.
kochen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Das habe ich nie gemacht, aber das im Zelt kochen, wie gesagt, das ging eigentlich völlig problemlos. Nicht weiter dramatisch. Man hat immer so ein schlechtes Gefühl dabei, was, wenn ihr jetzt der Trangia tatsächlich umkippt, was ja jetzt auch wieder nicht so wahrscheinlich ist, insbesondere nicht, wenn er in einer Buschbox steht, die wirklich ganz, ich habe mal extra geguckt, dass das ganz sicher steht und alles und pipapo. Ja, aber man denkt schon drüber nach. Man denkt schon drüber nach. Also es geht wirklich eigentlich tadellos, aber ob man es trotzdem sollte, ist eine andere Frage.